So, und da sind wir wieder. Willkommen bei Knights of the Old Republic. Wir werden jetzt hier mal einen Fuß auf Dantooine setzen, um dort das Quest abzugeben. Und auch ein bisschen die Ausrüstung unserer Begleiter anzupassen. Deshalb nehme ich mal zwei mit, die wir schon länger nicht mehr dabei hatten. Wer ist er? Kaath? Kaath Onasi? Bist du das? Jordu? Du bist es tatsächlich. Ich wusste es vom ersten Augenblick an. Alter Weltraumstreuner, wie geht es? Ich dachte, du bist irgendwo da draußen in einer Raumschlacht. So war es ja auch. Bin abgestürzt. Das ist prächtig. Ich wüsste auch nicht, wie man dich sonst von da oben runterholen könnte. Muss etwas mit deiner hübschen Freundin zu tun haben, was? Wie geht es euch? Schön, euch zu treffen. Was macht ihr hier, Job? Das letzte Mal, dass wir uns begegneten, war auf... Ja, ich glaube, auf Telos. Ja, traurige Sache, das mit unserem Zuhause. Telos hat sich noch immer nicht erholt. Die Familie und ich sind weitergezogen. Ich arbeite jetzt für die Tschirka. Ich habe dich nicht mehr gesehen, nachdem... was ich sagen wollte. Mein Beileid zu der Sache mit deiner Frau. Ich hörte, was geschehen ist. Zumindest hat es dein Junge überlebt. Mein Junge? Ihr meint Dastel? Ja, natürlich. Ich sah ihn, als ich neulich auf Korriban war, obwohl er mich nicht erkannt hat. Du hast das nicht gewusst? Nein. Jordu, Dastel ist seit dem Angriff auf Telos verschollen. Seid ihr wirklich sicher, dass er es war? Ja, sicher doch. Ich würde Dastel überall erkennen. Absolut sicher. Er hat sich den Sith angeschlossen, Kaath. Was soll das heißen? Er hat sich den Sith angeschlossen. Auf Korriban ist eine Akademie der Sith. Er ist dort Student. Ich sah ihn in der Uniform und all das. Tut mir leid. Ich dachte, du wüsstest das. Nein, das wusste ich nicht. Danke, dass ihr es mir gesagt habt, Jordu. Sicher doch, kein Problem. War schön, dich wiederzusehen, Kaath. Ich hoffe, mit Dastel wird alles klargehen. Dastel lebt. Wir müssen zur Korriban-Akademie und ihn suchen. Ja, verstehe ich. Ist das klug? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum Dastel bei den Sith gelandet sein soll. Aber ich muss es herausfinden. Ich habe keine andere Wahl. Die ganze Zeit habe ich geglaubt, er sei... Er muss mittlerweile ein Mann geworden sein. Ja, interessant. Also wir bekommen auch Quests zu unseren Begleitern hier und haben jetzt die Suche nach Dastil als Nebenauftrag bekommen. Interessante Sache auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir später Korriban besuchen, dann werden wir da auch nach dem Kollegen suchen. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal an, dass wir die beiden hier etwas aufleveln, denn das ist ja ein bisschen her, dass die da aktiv geworden sind. Schauen wir erstmal zu, dass wir hier glatte Werte erreichen. Ja, mehr geht auch nicht, oder was? Na dann so. Schleichangriff. Wow. Episch. Stärke, Geschicklichkeit natürlich sehr hoch. Stärke ist an sich eher gering. Weisheit ist jetzt auch nicht so hoch. Bringen wir die erstmal auf. Bringen wir die Geschicklichkeit erstmal auf den glatten Wert. Fähigkeiten, Computer. Ah doch, da können wir noch höher gehen. Das ist gut. Heilen können wir nicht höher gehen, oder was? Verbleibende Punkte 5. Tarnung, Sprengstoffe. Machen wir es mal so. Talente. Rüstung wäre natürlich auch zu überlegen, ob wir das einfach mal geben. Was sind das denn? Schleichangriff, okay. Das ist ihre Fähigkeit. Oh, das kann auch weiter aufgelevelt werden. Eine spezielle Gaunerfähigkeit. Plasterpistolen, das ist ihr Ding. Ja,
Gehen wir mal auf den Scharfschützenschuss. Kommt jetzt halt ein bisschen was dazu, weil wir sie lange nicht mehr mit dabei hatten. 12, bei Heilen gehen wir auch noch mal eins höher. Und Computer hätte ich gerne wenigstens noch auf 6. Schleichangriff, das schalten wir also automatisch frei. Was ja nicht das Verkehrteste ist. Bewusstsein braucht man nicht reparieren. Sicherheit. Dann eher Sicherheit. Jo, da ist viel. Man sieht's. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schön, dass die Charaktere überhaupt mitleveln, wenn man sie nicht einsetzt. Bin mir gar nicht sicher, wie das bei BioWare früher war, ob man das da auch schon drin hatte. Ich hoffe doch. Schleichangriff. Wunderbar, wunderbar. Ja, dann machen wir erstmal den Scharfschützenschuss. Was hat er denn jetzt für ein Level 12? Das dürfte auch so ungefähr das sein, was wir im Moment haben. 12, das ist alles glatt. Weisheit. Sprengstoff, Computer. Computer geht gar nicht. Warum geht Computer nicht? Ist ja doof. Sicherheit. Sprengstoff, Tarnung. Ja, von mir aus auch Tarnung. Na, dann mach halt Tarnung. So, haben wir es geschafft. Jetzt schauen wir nochmal gerade wegen der Ausrüstung. Das schwere Verteidigungsbonus 5. Geschicklichkeit 4. 7 und 5. Das ist der Achorni-Kampfpanzer. Den würde ich allerdings gerne für mich reservieren, wenn es geht. Falls ich mich doch nochmal entscheide, so ein Teil anzulegen. Also nehmen wir vielleicht eher den leichten Echani-Kampfpanzer. Genau. Schwerer Blaster 1 bis 8. 1 bis 6. 2 bis 7. Der hat 1 bis 8. 2 bis 7. 3 bis 10. Wow. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch bei Carve nochmal schauen. Aber wir haben hier... Ne, warte mal. Haben wir nicht. Wir haben davon nicht genug. Dann schauen wir vielleicht bei Carve gerade nochmal. 1 bis 8. Schwerer Blaster. Bow, bow, bow. Mandalorianische Sturmgewehr. 3 bis 10. Auch nicht schlecht. Ist aber dann zweihändig. Ja, geben wir ihm mal diesen hier. Carve's Blaster. Da hat er leider etwas Priorität mischen. 5 bis 10. 5 bis 9. Dann musst du den auch mal abgeben, meine Gute. Tut mir leid. Die Frage ist, ob wir ihn jeweils wieder benutzen. Das ist halt das zweite dabei. So, dafür haben wir jetzt hier aber die volle Auswahl. 5 bis 9. Ja, dann tauscht ihr einfach mal die Waffen, so ein gutes. Bewusstsein 2. Die könnte doch auch so ein Tarnungsding sein, wenn wir das noch haben. Ich glaube, ich habe es fast verkauft, oder? Sprengstoffeinsatz, Sicherheit, das kriegt sie jetzt mal. Das ist ja so ziemlich ihr Fachgebiet. Und bei ihm Davik's Visor, sehr starke Explosion. Das kann er eigentlich behalten. Das kann er behalten. Dann müsste er natürlich noch ein bisschen aufleveln. Bewusstsein. Na, er hat jetzt auch extremst viele Punkte, die wir vergeben können. Talente. Kampf mit zwei Waffen. Ja, ist nicht so ganz, nicht so ganz, ganz seins. Nahkampfwaffe. Zähigkeit könnte man noch machen. Reparieren. Computerkenntnisse. Oder halt besondere Schusstalente noch. Scharfschützen könnte man noch machen. Ja. Zähigkeit.
Nehmen wir mal den Scharfschütze einfach einstweilen. Kommen wir noch ein paar Teile auch dazu. Geschicklichkeit, Stärke, Verfassung, Intelligenz. Machen wir einfach mal glatt die Intelligenz, dass uns auch was nützt, dass wir auch Boni bekommen. Das ist glatt. Ach, wir machen einfach mal den Scharfschützen durch, würde ich sagen, wenn es geht. So, das war es ohnehin auch schon. Dann speichern wir das Ganze mal kurz. Und suchen hier irgendeinen Händler auf, würde ich sagen. Vorher reden wir aber nochmal mit dem guten Mann hier, wegen unseres Passagiers. Ja, fahrt fort. Seine Farm wurde in den letzten Jahren immer wieder von anderen Spendern überfallen. Sie haben vor einigen Jahren seine Tochter entführt, seitdem ist sie verschwunden. Genau. Auf meinem Schiff gibt es eine blinde Passagierin namens Sascha. Das ist eine aufregende Neuigkeit, Mensch. Seid ihr euch sicher? Kommt doch an Bord und schaut euch das Ganze an. Ich bin betrete normalerweise keine Schiffe seltsamer Fremder, aber vielleicht mache ich in diesem Fall eine Ausnahme. Seid ihr sicher, dass das Mädchen Sascha ist? Ja. Sie spricht nur bruchstückhaftes Mandalorianisch, aber ich kann sie verstehen. Ihr habt mich überzeugt. Euer blinder Passagier ist das Mädchen, das ich suche. Darf ich zu ihr? Sicher, ich bringe euch zu meinem Schiff. Dann lasst uns zu ihr gehen. Ich sehne mich sehr danach, sie zu sehen. Okay. Der blinde Passagier. Ja, und die sitzt an Bord, oder was, der Kollege? Schauen wir mal nach. Mission, bist du's? Ich bin's, Lina. Weißt du noch? Ich war auf Taris mit deinem Bruder zusammen. Schwarzer Bildschirm. Lina? Was machst du hier? Na toll. Griff? Ich bin nur auf der Durchreise. Griff und ich haben also ich sehe auch nichts, ja. Den wir Taris verlassen hatten, getrennt. Ist wohl besser so. Dein Bruder bringt Unglück. Rede nicht so über meinen Bruder, du aufgeblasene Schlampe. Nimm das sofort zurück oder ich reiß dir deine verdammten Tentakel aus. Mission, was ist denn los mit dir? Was habe ich dir denn getan? Ja, du hast sie ihrem Bruder genommen und sie auf Taos zurückgelassen. Das ist nicht ganz richtig. Mission hätte uns begleiten können, aber sie wollte ja nicht. Es war allein ihre Entscheidung zu bleiben. Du lügst. Griff hat gesagt, dass du seine kleine Schwester nicht mitschleppen wolltest. Deshalb musste er mich zurücklassen. Das hat er dir erzählt? Ich wollte, dass du mitkommst, Mission. Ich hätte sogar dein Ticket bezahlt. Warum auch nicht? Ich habe sowieso alles bezahlt. Dieser verdammte Schmarotzer. Mir hat er gesagt, dass du zu sehr an Taris hängst. Also wollte ich ihn überreden, ebenfalls zu bleiben. Aber er bestand darauf, dich erst später nach Tatooine zu holen. Das war auch eine seiner Lügen. Nein, die Einzige, die hier lügt, bist du. Griff hätte mich nie zurückgelassen. Ist ja doof. Warum sollten wir das glauben, Lena? Überleg doch mal, wenn Griff dich nicht loswerden wollte... Warum hat er dir nicht gesagt, wohin wir fliegen? Als wir Taris verlassen hatten, erzählte er mir, dass du immer nur ein Klotz am Bein warst. Griff macht immer andere für seine Probleme verantwortlich. Deshalb hat er dich verlassen. Als mein Geld alle war, hat er dasselbe mit mir gemacht. Plötzlich gab er mir die Schuld, dass seine verrückten Pläne nicht funktionierten. Klingt ja schon so, als wärst du ohne ihn ein bisschen besser dran. Wo ist Griff jetzt? Immer noch auf Tatooine, soweit ich weiß. Nicht, dass es mich interessieren würde. Und Mission sollte diesen Taugenichts am besten auch vergessen. Aber Griff ist mein Bruder. Ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es ihn nicht. Wenn er hier wäre, um sich zu verteidigen, würde Lena nicht so über ihn reden. Hey, wenn du mit Griff reden willst, nur zu. Soweit ich weiß, arbeitet er neuerdings in den Minen der Cherka Corporation auf Tatooine. Wie dem auch sei. Ich will den Mistkerl nie wiedersehen. Griff ist ohne dich sowieso besser dran. Eine Tentakelschlampe. Tja. Das war mein Stichwort. Ich wollte dich nicht provozieren, Mission. Aber eines Tages wirst du erkennen, dass ich recht hatte. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Ja, das sind ja berauschende Neuigkeiten. Also,
ist der Bruder doch nicht so ganz der Freundliche, wie es den Anschein hatte. Das große Problem ist jetzt gerade natürlich, dass ich hier gar nichts mehr machen kann. Außer in das Hauptmenü gehen, aber der Bildschirm ist und bleibt schwarz. Also, ja, werde ich jetzt gerade mal hier speichern. Neu laden und hoffen, dass es dann wieder geht. Juhu, also dann haben wir das leider nicht gesehen, aber was soll man machen? Ah, wo du älter geworden bist, glaube ich, dich wieder zu erkennen, mein Kind. Ich bin hier, um dich zu deinem Vater zu bringen. Ah, Tante Sarah hat recht, du hast tatsächlich einen kleinen Sprachfehler, aber ich bin sicher, dass sich das beheben lässt. Ruhig, mein Kind, ich bringe dich nach Hause. Was? Was ist das? Okay, wunderschön. Ja. Ja. Da denke ich auch, dass die Eltern ewig dankbar sind. Wunderbar. Gott, verstörend. Ja, dann wäre das soweit auch erledigt. Quest erfüllt an der Stelle. Wow. Wow. Ja, und wir haben... zwei neue Quests, gehe ich mal davon auf. Sie müssen Missions Bruder und die Suche nach Dustel. Das heißt also, unsere Begleiter, die haben ihre eigenen kleinen Quests, was ich eigentlich sehr schön finde. Da ist auch die Rede von Tatooine und ich hätte so gesagt, wir gehen nach Tatooine. Also werden wir das jetzt auch als nächstes machen. Ja, was gibt es? Stimmt was nicht? Ich denke gerade an Taris. Okay, also wir dürfen anscheinend immer, wenn wir rein und rausgehen, einmal mit allen... Oh, das wird ein bisschen viel. Das tut mir leid. Nein, ist schon in Ordnung. Ich denke, ich bin über das Schlimmste hinweg. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch so angefahren habe. Es war nicht eure Schuld. Es war ein schrecklicher Ort, um dort zu leben. Zumindest in den Unterstädten, wo der Großteil der Nichtmenschlichen gezwungen war, vor sich hin zu vegetieren. Man lebte jahrelang, ohne die Sonne zu erleben, ernährte sich vom Müll, der von den oberen Ebenen heruntergeworfen wurde, und erledigte lächerlich bezahlte Arbeit, die einen fast umbrachte. Und die Ragul. Ich kann mich nicht daran erinnern, Angehörige eures Volks auf Taris gesehen zu haben. Aber es gab ja auch keine. Es ist ja schon schlimm genug, zu einem Volk zu gehören, das von Menschen gehasst wird. Aber zu einem Volk zu gehören, das selbst für Nichtmenschliche seltsam und fremd ist? Das Leben war schon so hart genug, ohne das Stigma einem verlorenen Volk anzugehören. Es bestand immer die Gefahr, dass die Rakgul aus den Abwässerkanälen kommen würden. Man konnte auch menschlichen Raubtieren zum Opfer fallen, die in der gleichen Gegend lebten und arbeiteten. Meine Familie kämpfte jeden einzelnen Tag ihres Lebens, um sich zu verbessern. Doch aus dieser katastrophalen Situation waren keine großen Sprünge möglich. Steuern, die von einer korrupten Regierung festgelegt wurden, Schutzgelder an die Straßenbanden und von dem, was übrig blieb, mussten wir Nahrung und medizinische Güter kaufen. Also, ich meine, das Schlimme daran ist, also, das ist ja virtuell, ja? Das ist klar. Aber sowas passiert halt wirklich. Das gibt's wirklich auf der Welt. Ja? Das ist wirklich schlimm. Keiner war bereit, euch zu helfen. Und außerdem war man ständig den Vorurteilen und dem Hass der reicheren menschlichen Bewohner ausgesetzt. Sie gaben mit ihrem Reichtum uns gegenüber, die im Dreck lebten, schamlos an. Manchmal kamen reiche Menschen mit einem Geleitschutz aus Druiden in die Unterstadt, um sich anzusehen, wie die Wildtiere hier unten so lebten. Dabei wurden alle Leistungen, auf die wir stolz waren, oft noch belacht. Doch seit jenen Tagen traf ich auf eine Vielzahl großartiger Menschen. Ehrlich gesagt waren einige der besten Wesen, die ich kennenlernte, Menschen. Wie zum Beispiel? Die Jedi, die mich ermutigte, dem Orden beizutreten und Mitglied der Gruppe war, die aufbrach, um die Mandalorianer zu bekämpfen, war ebenfalls ein Mensch. Es tut mir leid, ich komme vom Thema ab. Wenn Gerede überhaupt einen Sinn ergibt. Manchmal verfluche ich den Tag, an dem meine Eltern nach Taris flohen. Wenn sie es nicht getan hätten, wäre ich jetzt nicht hier. Oh
Und eure Eltern? Die Geschichte hebe ich mir für später auf. Jetzt müssen wir mit unserer eigenen Geschichte fortfahren und die Galaxis retten, wenn wir können. Nun gut. Johnny. Johnnys Eltern sind von ihrer Heimatwelt nach Taras geflohen. Doch auf Taras wurden Außerirdische unterdrückt und das Leben war für sie nicht leicht. Vielleicht erzählt sie dir bei Zeiten mehr. Wenn euch das stört, dann tut mir das übrigens ein bisschen leid, dass ich hier die ganze Zeit lang mit allen Leuten rede, aber ich lege da sehr viel Wert drauf, möglichst alles von der Geschichte mitzunehmen. Ich hab's ja am Anfang auch, glaube ich, mal irgendwann angedroht. Also, ja. Da kann ich dann nur sagen, bitte überspringen. Wenn euch das stört. Ist halt ein Rollenspiel. Es ist nicht, es ist kein Shooter und so weiter. Also, es ist ja heute nicht mehr so sehr im Trend. Es wird ja eher auf die kurzlebige Action gesetzt. Was liegt an? Aber für mich hat das einen recht hohen Stellenwert. Adrenalin? Hey, immer mal lang. Oh, schade. Adrenalin? Nein. Geschichte vom Krieg? Ich glaube, ich sollte euch ein wenig über unseren letzten Krieg gegen die Republik erzählen. Da war ein Klasse, ne? Die Revan mein Volk besiegt hat. Wir eroberten zunächst ein paar Welten außerhalb der Republik. Das alles geschah still und heimlich. Die Republik sollte erst davon erfahren, wenn es zu spät war. Als wir schließlich auch gegen die Welten der Republik zuschlugen, wussten die gar nicht, dass wir kommen würden. Wir drangen durch drei Invasionskorridore in drei angrenzende Sektoren ein. Wir haben alle zerschmettert, ob sie kämpfen wollten oder nicht. Wir machten die ganze Welt dem Erdboden gleich, um die Republik zu einem Gegenangriff zu provozieren. Es ist kein großes Vergnügen, eine Welt einfach nur so auszulöschen, aber aufgrund der feigen Strategie der Verteidiger hatten wir kaum eine andere Wahl. Was wollt ihr damit sagen? Es ist falsch, sich in den Häusern von Zivilisten zu verstecken, Familien als lebende Schutzschilde zu nehmen. Zu glauben, wir würden in größeren Städten auf den Einsatz entsprechender Truppen verzichten. Sie unterschätzten unsere Entschlossenheit und die Maßnahmen, die wir bereit waren, im Kriege zu ergreifen. Wer sich nicht selbst verteidigen kann, sollte sich von jenen fernhalten, die dazu in der Lage sind. Wenn es nötig war, eine Stadt auszulöschen, um ein Schutzschild der Republik auszuschalten, dann haben wir das eben getan. Notwendige Stärke zerstört jeden Widerstand. Es ist falsch, Menschen zu vernichten. Es ist falsch, sich mit Schilden zu umgeben und dann zu glauben, der Gegner wäre so höflich, sich zu Boden zu werfen und abschlachten zu lassen. Für Feiglinge habe ich weder Zeit noch Geduld. Sie verdienen es, gejagt und wie Würmer zertreten zu werden. Ja, ist schon ein bisschen ein Böser, ne? Mit Ehre nichts mehr zu tun. Doch einigen eurer Truppen gelang es, sich in unseren Augen zu rehabilitieren. Besonders später. Später. Später, nachdem Revan in den Krieg eingegriffen hatte. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Wir haben schon zu viel Zeit verschwendet. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Nö, passt schon. Danke. Jo, klasse. Neuer Eintrag. Was? Zu mischen gehe ich auch gerade nochmal. Was kann ich für dich tun? Gott, sieht das Ding scheiße aus, was die da aufhat. Ja, wie sieht's denn mit dem Bruder aus? Was machen wir denn da? Glaubst du dieser Lügnerin? Vielleicht arbeitet Griff ja in den Minen auf Tatooine. Aber der Rest ihrer Story ist Banter-Scheiße. Die lügt doch, wenn sie den Mund aufmacht. Wenigstens ist Griff sie los. Ich würde mich gern mit einem Vertreter der Chaka Corporation auf Tatooine unterhalten. Vielleicht sehe ich meinen Bruder ja doch mal wieder. Den finden wir schon. Ich hoffe nur, dass er nicht in Schwierigkeiten steckt, wenn wir dort ankommen. Okay. Das war zum Glück für die Nicht-Möger relativ kurz. Dann hätten wir noch Johnny, hatten wir schon. Der Herr Bindu, der war da hinten. Du hast doch was auf dem... Hast du immer noch nicht gesagt, warum du jetzt mitgekommen bist? Nicht? Richtig. Beantworte meine Frage. Wollt ihr mir auch in Zukunft immer so ausweichend antworten? Wie bitte? Ich? Du hast wohl noch nie eine Twi'lek-Tänzerin angefasst, nachdem du zu viel ondaranischen Willek-Sirup erwischt hattest, was? Wie dem auch sei. Ich sagte bereits, warum ich hier weg will. Ich habe auf Kashyyyk alles gesehen. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Und wohin? Ins Bett. Ich bin fett und müde, vergiss das nicht.
Nein, wirklich. Wie viele Bäume findest du interessant, bis du erkennst, dass sie dich langweilen? Ich wette, dass du es nicht länger als 15 Minuten in einem Raum aushältst und dann noch diese Biester in den Schatten landen. Nein, ich brauche dringend Abwechslung. Ist das denn so schwer zu verstehen? Naja. Schätze mal nicht. Und? War das so schwer? Ein alter Mann hat das Recht auf eine gewisse Verschrobenheit. Schön, dass du das einsiehst. Zugegeben, trotz aller Nachteile, ich mochte Kashyyyk. Aber als du aufgetaucht bist und ich erkannte, welche Zukunft du hast, musste ich mich einfach einmischen. Welches Interesse hast du denn an meiner Zukunft? Interesse? Also ehrlich gesagt, gar keines. Ich bin eher neugierig. Dein Schicksal ist ziemlich unklar. Ehrlich gesagt ist alles an dir seltsam. Als ob mir meine Augen einen Streich spielen. Irgendein düsteres Geheimnis umgibt dich. Aber mein Gewäsch interessiert dich ja doch nicht. Vermutlich bist du es leid, dass dir altkluge Jedi kluge Tipps mit auf den Weg geben. Erzähl doch, was du siehst. Dein Schicksal erfüllt sich so oder so, glaub mir. Manchmal ist es besser, wenn man nicht allzu viel darüber weiß. Ich würde mir keine allzu großen Sorgen machen. Du erinnerst mich an Nomi. Und das will was heißen. Wer ist denn das? Nomi Sunrider. Sie kam erst spät mit der Macht in Berührung, genau wie du. Und sie war eine der größten Jedi aller Zeiten. Wir werden sehen, ob du denselben Pfad einschlägst. Wenn du hier aber noch länger mit einem alten Mann deine Zeit verschwendest, kommen wir nicht weiter. Ja. Also bist du als eine Art Beobachter dabei. Unsinn. Habe ich mich jemals geweigert, dir zu helfen? Wie verwirrt kann ein Mensch eigentlich sein? Ach, und noch was. Diese kleine Eskapade erinnert mich an meine Abenteuer vor dem Krieg. Ach, das waren wirklich aufregende Zeiten. Oder sagen wir, sie würde mich an die alten Zeiten erinnern, wenn wir hier nicht dumm rumstehen würden. Du bist zu jung für dieses Geschwätz. Naja, gut, hervorragend. Ja, warum will er uns begleiten, hat er uns nicht wirklich gesagt, leider. Ja, vielleicht erzählt es uns später, okay. Gut, hier bin ich falsch, einmal umdrehen. Blöder Druide. Stattdessen Coppet. Und zwar schwatzen wir nochmal mit Bastila. Ich würde gern mehr über euch wissen. Ja, ich kann eure Neugier schon verstehen. Das liegt an dem Band, das zwischen uns besteht. Lasst mich euch etwas über mich selbst erzählen. Aha. Schon in jungen Jahren war klar, dass ich stark unter dem Einfluss der Macht stehe, wie die meisten Padawan. Als kleines Mädchen wurde ich dem Orden übergeben, um dort ausgebildet zu werden. Als ich in den Orden kam, verließ ich meine Familie auf Talvarin, wie es alle Padawan tun. Meine Familie ist immer noch auf Talvarin, soweit ich weiß. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihnen, da das nicht gern gesehen wird. Okay. Warum? Beziehungen zu Familienmitgliedern sind beeinflusst von starken Gefühlen. Derartig extreme Gefühle sollen aber vermieden werden. Wut und Hass sind die schlimmsten Gefühle. Aber auch Liebe kann Unheil bringen. Es ist nicht gestattet zu lieben? Es kann gefährlich sein, wenn ein Jedi sich zu sehr seinen Gefühlen hingibt. Sie verhindern nur das rationale Denken und können zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen führen. Ein Jedi muss solche Dinge zu vermeiden wissen. Das klingt aber nicht so ganz überzeugend. Das ist eine harte Lektion, zugegeben. Ich hatte Probleme mit der ganzen Familie. Aber ich erinnere mich, dass ich meinen Vater lange Zeit sehr vermisst habe.
Mit wem habt ihr euch denn nicht vertragen? Ich hatte Probleme mit meiner Mutter. Ich habe meine Familie früh verlassen, aber ich war alt genug, um zu erkennen, wie sie meinen Vater behandelt hat. Sie trieb meinen Vater zur Schatzsuche. Ich habe meine ganze Jugend auf Schiffen zugebracht, die uns von einer falschen Spur zur nächsten brachten. Sie brachte das gesamte Vermögen meines Vaters durch. Und dafür hasste ich sie. Wow. Ich glaube, sie war erleichtert, mich zu den Jedi geben zu können. Aber meinem Vater brach es das Herz. Habt ihr nie wieder Kontakt aufgenommen miteinander? Mein Kind ist noch nicht reif genug, um die Opfer zu verstehen, die gebracht werden müssen. Es ist besser, wenn es direkt jeglichen Kontakt zu seiner Familie abbricht. Als ich älter wurde, verstand ich die Weisheit, die hinter dieser Entscheidung steht. Ein Jedi muss tun, was getan werden muss. Persönliches ist dabei völlig unerheblich. Liebe kann einen nur auf Umwege bringen und für Verwirrung sorgen. Klingt sehr traurig, wenn du das so sagst. Sogar ein Jedi kann seine Gefühle nicht vollständig kontrollieren. Wir müssen unser Bestes tun, um uns davor zu schützen. Egal um welchen Preis. Aber einige Opfer sind schwerer zu verkraften als andere. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Ich möchte mich lieber wieder unserer Mission zuwenden. Naja gut, wir haben ja schon viel erfahren. Und den Karf, den schenke ich euch jetzt mal, weil jetzt ist erstmal Feierabend. Und nächste Aufnahme fliegen wir dann nach Tatooine. Bis dahin. Ciao.